Guten Tag, Leute, willkommen zu einer kleinen Spill-Info, wie ich es jetzt genannt habe. Das ist nämlich eine Mischung aus einem Spelunky-Gameplay und einer kleinen Info, die nebenbei dann noch so erklärt wird. Und zwar wollte ich heute mit euch darüber reden, über die YouTube-Vereinigung, zu der wir vor kurzem ja schon mal ein kleines Ankündigungsvideo gemacht haben. Allerdings hatte ich da jetzt noch nicht alles so perfekt erklärt, deswegen wollte ich das Ganze nochmal machen. Und zwar soll es nämlich bei dem Ganzen jetzt eigentlich darum gehen, man soll sich gegenseitig helfen. Weil es kennen ja viele, dass sich auch immer viele beschweren darüber ist, dass es heutzutage so schwer wäre, auf YouTube bekannt zu werden. Und da muss ich gleich dazu sagen, es ist nicht, meiner Meinung nach ist es nicht wirklich schwer, wenn man die nötige Qualität hat und alles ordentlich hinkriegt. Allerdings bemerkt man auch immer wieder vielleicht so, dass man Leute auf YouTube sieht, die haben Potenzial, aber bauen es nicht richtig aus und haben deswegen nicht unbedingt hier die perfekte... haben nicht wirklich viele Leute, die ihnen auch zuschauen, obwohl sie es vielleicht verdienen würden, weil sie an sich coole Videos machen, aber es fehlt halt einfach in manchen Ecken. Und genau solchen Leuten würde ich eigentlich gerne helfen, weil bei der YouTube-Vereinigung soll es nämlich darum gehen, dass man sich gegenseitig Tipps gibt, dass man sich gegenseitig bei den Sachen hilft, die man allein vielleicht nicht unbedingt hinkriegt. Dazu gehören jetzt zum Beispiel, zum einen gehören dazu jetzt zum Beispiel Design-Sachen, wenn man jetzt, wenn jemand kein Photoshop hat oder sich nicht gut damit auskennt, dass er andere Leute fragen kann, die dann für ihn ein Background, ein Profilbild, alles mögliche Design, ohne hier groß in irgendwelchen Foren oder sowas suchen zu müssen. Das wäre zum einen so der Sinn, dann gibt es vielleicht welche, die kennen sich gut mit Audio aus, die können einem Mikrofon empfehlen, mit dem man gut aufnehmen kann, die können einem sagen, was am besten so... die Umstände sind, bei denen man am besten aufnehmen sollte. Alles sowas halt. Und dann, ja, also, ich glaube, das hat man jetzt verstanden. Es geht darum halt wirklich, sich gegenseitig zu helfen durch irgendwelche Tipps und auch durch irgendwelche kleineren Dienste, wie zum Beispiel irgendein Design machen oder sowas. Und das wäre so der erste Punkt, den man dabei hat. Dann zum anderen möchte ich nämlich auch gerne, sobald wir es auch mal ein bisschen weiter geschafft haben mit ein bisschen mehr Leuten, dass wir dann auch quasi euch sperren, so auch für etwas größere YouTuber natürlich, so um die 1000 Abonnenten vielleicht so oder noch höher, dass man euch dann Sponsorenverträge bei irgendwelchen größeren Sachen beschaffen kann, was man halt alles so kennt. Und dann wird es natürlich noch ein Teamspeak geben, es wird eine Skype-Gruppe geben, es wird alles Mögliche geben. Dazu gehört dann auch noch eine Steam-Gruppe und eigene Server, Minecraft und vielleicht auch andere Sachen. Dann ein anderer Sinn davon ist natürlich noch, dass man neue Leute kennenlernt. Das gehört eigentlich ja zu den, ungefähr zu den Dienstleistungen dazu, die man sich vielleicht gegenseitig erbringen kann. Allerdings, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt seit Ewigkeiten jemanden sucht, mit dem man Trouble in Terrorist Town in Garry's Mod spielen möchte, aber man hat noch keinen gefunden, weil man einfach niemanden kennt, der Garry's Mod hat, dann findet man da vielleicht auch neue Leute, die es haben, mit denen man was machen könnte. Die einem auch gut als irgendwelche Kanal, ja, oder halt als irgendwelche Let's Play Together Partner vorkommen. Genau so kann man halt auch dann neue Leute kennenlernen und alles Mögliche. Okay, dann wäre noch ein letzter Punkt, das ich vielleicht noch gerne hier ansprechen möchte, dass vielleicht ein paar dass man vielleicht ein paar größere YouTuber fragt, die einem vielleicht gut gefallen, die man seit längerem verfolgt, ob sie vielleicht mitmachen wollen, weil es geht auch so ein bisschen ja darum. Es wäre auch so ein Zeichen von Courage, hier natürlich so ein bisschen den kleineren YouTubern auch mal zu helfen bei ihren Sachen, die sie vielleicht allein nicht hinkriegen, weil ich denke mal, so jemand, der jetzt vielleicht schon ein paar mehrere tausend Abonnenten hat, der kennt sich sehr gut mit den meisten Sachen aus, weil er halt schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und das wäre natürlich die Person, die könnten den anderen am besten helfen, weil sie kennen sich mit dem Thema am besten aus. Und ja, deswegen möchte ich auch noch so einen kleinen Aufruf starten, das an die etwas größeren YouTuber, das vielleicht das Ganze mal anschauen und ob es sie interessiert. Und dass sie einfach mal so ein bisschen schauen, ob sie da mitmachen wollen, einfach um den anderen zu helfen. Es geht ja, und vielleicht auch ein paar mehr Leute darauf aufmerksam machen außerdem. Und es geht ja eigentlich auch nicht darum, dass man irgendwer dadurch wirklich berühmter wird, sondern es geht darum, dass ihr auch mal so vielleicht ein bisschen den Willen zeigt, den anderen zu helfen. Das zeigen natürlich schon viele, es geht mir jetzt nicht darum, dass man es bisher noch nicht getan hätte, aber einfach so als kleines Zeichen dafür, dass man sich auch vielleicht ein bisschen für die kleineren YouTuber interessiert und nicht einfach nur denkt, ja, machen die mal ihr Ding, kriegen es eh nicht hin. Nee, dass man ihnen einfach so ein bisschen hilft vielleicht. Und ja, genau, aber ich werde da noch ein paar Leute fragen. Es ist natürlich keine Garantie, dass sie mitmachen, weil es ist jetzt natürlich auch immer das Problem, wenn jemand sehr, sehr viele Abonnenten hat, dann bekommt er so viele Nachrichten, dass ihn sowas wahrscheinlich nicht ordentlich interessiert, oder er hat schon tausendmal gehört und möchte nicht mehr mitmachen oder irgendwie sowas. Deswegen werde ich einfach mal
ein paar Leute nachfragen. Vielleicht interessiert es ja wirklich ein paar. Und das fände ich übrigens auch richtig nice von denen. Weil es ist wirklich so, dass man einfach auch... Ja, ich muss gerade erstmal die Fledermaus hier kurz töten. Das ist, dass man auch gerne mal... Die kleineren YouTuber sehen auch gerne mal, dass man ihnen hilft. Aber das ist allgemein so. Es ist ja auch so ein bisschen was dafür. Es hilft auch ein bisschen beim Image, aber das sollte ja eigentlich nicht der Hauptgrund sein, damit zu machen. Sondern einfach so ein bisschen, ja... Interesse für die anderen. Ja, super. Ich bringe mich hier gerade erstmal selbst um. Und noch zu dem Thema natürlich zu sagen ist, dass wir dafür sorgen werden, dass niemand diejenigen dann voll spammt oder sowas, weil ich möchte ja nicht, dass man es bereuen muss, wenn man da mitmacht, um den anderen zu helfen und dann wird man von irgendwelchen komischen Leuten, die halt unbedingt zum Beispiel ein Let's Play Together mit einem machen wollen oder was weiß ich, was voll gespammt wird. So soll es ja nicht sein und die privaten Skype-Adressen und sowas werden natürlich nicht veröffentlicht, wenn sie überhaupt, müssen ja eigentlich gar nicht rausgegeben werden, also und so weiter und so fort. Jo, und das wäre eigentlich alles so gewesen, aber noch, wie gesagt, dass man halt den auch, aber die dann auch innerhalb des Ganzen natürlich beschützt und nicht irgendwie dann dafür sorgt, dass man die irgendwie komischen Fans ausliefert, die, ja, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Okay, das wäre eigentlich schon mal alles gewesen, ich bin eh gerade perfekt gestorben und dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwen kennt, der vielleicht schon seit langem so eher das Problem hat, der zwar... Ja, gut ist, aber zum Beispiel nicht alles hinkriegt, dann verweise ich noch einmal auf das Thema. Vielleicht ist er gut. Vielleicht passt er ja gut dazu, so rum eigentlich, ja. Und jo, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssen.